Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dirtbau und heute eventuell mit Webcam. Eventuell, weil ich noch nicht weiß, wie das so wird und ob ich vielleicht gar nicht mit der Kamera interagiere, weil ich das nicht gewohnt bin. Ich wollte euch das mal ein bisschen mit Cam machen. Ja, es hat sich wieder viel getan. Natürlich, wie immer, wenn ich eine neue Aufnahme anfange, hat sich viel getan bei Minecraft Dirtbau. So, allgemein hat sich hier nicht, im Haus hat sich nicht viel getan. Den Turm, daran erinnert ihr euch, habe ich hier angefangen. Der ist jetzt soweit fertig. Hier habe ich Elevator Blocks. Mit denen können wir in jeder Etage des Turms hochfahren. Der ist relativ weit hoch gekommen, der Turm. Und so sieht so jetzt von außen aus noch nicht so spektakulär. Können wir ja noch ändern. So, jetzt bin ich hier natürlich durch den Durchgang, den ich noch gebaut habe. Ich habe jetzt ganz viel überdacht in meiner Base und habe ein paar Mistcraft Ages gemacht zum Üben. Wir machen später auf jeden Fall auch noch ein paar zusammen. Und ich habe Ages gefunden, wo es Bambus gibt. Fand ich sehr cool, das Bambus. Und habe es mir ein bisschen mitgenommen. Was ist das? Eukalyptuswood. Achso, okay. Ich habe hier so ein paar verschiedene Bäume gepflanzt, damit das nicht allzu leer hier wirkt. So, dann habe ich hier noch, ich weiß gar nicht, ob ich die Oakwoods, ob ihr die Ebony Woods schon kennt. Die habe ich bei QB mal eingesammelt beim Vorbeifliegen, weil er eine Farm dazu hatte. So. Was sich jetzt geändert hat, ich habe meine Rüstung der Begierde endlich. Eine andere Rüstung wollte ich eigentlich gar nicht. Die Quantum-Rüstung sieht so aus mit Brille. Das ist der Quantum-Suit-Helmet und dafür brauchte ich halt Iridium. Und das habe ich hier hergestellt. So, die Halle dürftet ihr noch nicht kennen, bin mir nicht sicher. Hier stehen jetzt ein paar Tanks. Hier steht ein XP-Tank. Wenn ich da hinten, das muss ich noch umlegen, das ist ein bisschen blöd. Weil wenn ich hier hinten jetzt die Level abdrücke, gehen die dann hier durch einen Ender-Tank oben in den XP-Tank. Und weil man die XP nicht so aus diesem Railcraft-Tank rausnehmen kann, hier, ich kann hier nur draufklicken und es passiert nichts, deswegen musste ich noch hier so einen Open-Blocks-Tank machen, aus dem ich halt mit meiner Hand XP rausnehmen kann. So, ich werde mal was essen. Unten drunter halt, damit das funktioniert mit dem Tank, ich werde jetzt erst was essen hier, ist auch ein Endertank. Ich habe ganz viel mit Endertanks gearbeitet, um mir die Rohre zu sparen. Das ist Mutagen. Das hole ich mir aus einer Mistcraft-Dimension von QB. Habe ich mich da einfach reingeschlichen und eine Pumpe gesetzt, weil ich zu faul bin, eigenes Mutagen. Er wird das Mutagen nicht vermissen. Das Öl habe ich irgendwo mal abgezapft, weil hinten an der Base war ein Wasserloch. Da habe ich einfach eine Pumpe gesetzt und habe das Öl hier schon mal reingepumpt. Ich will einfach mal ein paar Flüssigkeiten schon mal haben. Hier ist noch nichts drin. Aber hier kommt eigentlich Mob-Essenz rein. Die Mob-Essenz, wo die herkommt, zeige ich euch gleich. Hier haben wir Yo-Yo-Meta, schon ein paar Literchen. Die kommen aus diesem Gerät hier, aus dem Mass Fabricator. Das ist halt die Konstruktion, um Iridium zu reproduzieren, zu kopieren und es nicht suchen zu müssen, weil man brauchte einiges. Und Iridium findet man in der Monster-Version oder in der Vize-Beast-Version nur in Dungeons. Und das ist ziemlich hart. Also sind wir den Weg der Replikation gegangen. Hier ist ein Recycler, der meinen Cobblestone, von dem ich mittlerweile 5 Millionen habe in den Deep Storage, macht er zu Scrap. Die Auto-Workbench macht diese Scrap zu Scrapboxen. Die Scrapboxen werden hier in den Mass Fabricator gesteckt für Amplifier und produziert mir dann Yo-Yo-Meta. So, wenn ich jetzt hier starten würde, würde er mir aus dem Yo-Yo-Meta, was hier schon drin ist, schon mal Iridium produzieren, frisst ohne Ende Strom und dafür haben wir das gebaut. Ihr seht jetzt leider nicht, wie das, ich kann das ja mal aufmachen. Das sind alles Covers, die hier drauf sind. So, ich mach mal einen auf, damit ihr das seht. Hier ist eine Transfer-Node und diese Transfer-Node hängt über einem Wasserloch. Und da Wasser in Minecraft unendlich ist, wenn man es richtig setzt, hat diese Steam-Turbine unendlich Wasser und produziert unendlich Energie. Ist ein bisschen cheaten, muss man gestehen, aber es geht. Es ist schon eine Cheat-Energiequelle, weil alles, was mit Wasser unendlich ist, ist irgendwie ein bisschen cheaten und mehr braucht das Ding nicht. Dann wird über die Redstone Energy Conduits, über diese Leitung, RF gesammelt und über eine Energy Bridge in EU verwandelt und in ein MFE geschickt. Und dieses MFE hat immer Vollstrom. Hier hängt noch eine MFSU dran, weil ich nur mit der MFSU meinen Quantum Suit aufladen kann. Und was der Quantum Suit alles kann, zeige ich euch. Der Helm kann eigentlich müsste der Helm eine Night Vision haben, hat er irgendwie nicht. Wir wissen nicht warum. Er braucht Night Vision Googles, um
aufgebaut zu werden. So, was wir können mit dem Anzug ist fliegen. Ich kann den Mode umstellen. Jetzt habe ich einen Hover-Mode, der ein bisschen geiler ist als vom Jetpack, muss ich sagen. Der ist ein bisschen langsamer. Und das, so stelle ich mir Hovern auch vor. Man steht schon fast in der Luft, wenn man auch stehen bleibt. Man kann so in der Luft noch ein bisschen bauen oder abbauen. Das ist ganz cool. So. Ich kann den Jetpack an- und ausschalten, aber warum sollte ich den Jetpack an- und ausschalten? Oh, es glitscht gerade durch die Decke. Sollte ich den Jetpack an- und ausschalten? Ich will ja fliegen können. So, den Jetpack hätten wir. Und wir können mit den, ich weiß nicht, ob das die Füße sind oder die Hose, extrem schnell laufen. Und was wir auch können, ich glaube, das sind die Füße, wir können uns ein bisschen mit einem Boost-Knopf nach vorne boosten. Was sehr cool ist. Das war es eigentlich von innerhalb der Base. Ich glaube, unten drunter hat sich ein bisschen was geändert. Hier stehen jetzt halt, hier ist ein Wasser, hier habe ich aufgemacht, weil ich mal Wasser brauchte. Hier stehen jetzt so Maschinen, die ich so nicht immer brauche, nur so zwischendurch. Und eine ME-Chest. Die kann ich auch mal zeigen. Ich habe nämlich jetzt eine schöne neue Waffe, die ich sehr gerne nutze. Die Meta-Cannon. Mit der Meta-Cannon, die muss ich nämlich in eine ME-Chest legen und sie mit Nuggets befüllen. LED- oder Gold-Nuggets sind die beste Munition dafür. Ich habe jetzt LED-Nuggets genommen, weil ich genug Munition habe. Jetzt nehme ich die Munition daraus. Und die braucht auch Strom. Und ich möchte die nicht in der Basis hier abschießen. Das mache ich ein anderes Mal. Dann habe ich noch ein ME-Wireless Access Terminal, welches hier mit verbunden ist, mit diesem Ding. Das ist der Wireless Access Point. Und es ist egal, wo ich stehe. Ich kann mir jetzt immer aus meinem ME-System, also aus der Basis, ich muss meine Tür noch ändern. Ich komme mit dem ME-Ding, ich glaube, bis hierhin. Also es ist schon eine gute Reichweite, aber weiter leider nicht. Ungefähr so weit komme ich. Ich habe meine Battle Axe, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Die habe ich jetzt mit Redstone und Moos auf Auto-Repair umgebaut. Also mit Redstone ist sie schneller und mit Moos macht sie Auto-Repair. Die habe ich ja in Tinker's Construct, kann man sich die gießen, die ganzen Waffen. Kann man ja dann hier zusammenbasteln, wenn man hier auf Axt klickt. Und dann braucht man hier die Teile und die packt man dann zusammen. Und kann sich dann aus Obsidian oder anderen Materialien Waffen oder Werkzeuge bauen. So, was haben wir hier? Hier habe ich ein paar Aegis zum Testen gemacht. Das ist ein Teleportbuch zur Büchse, weil ich weiß nicht, ob das gerade geht. Ob ich das wieder repariert habe, weil hier falsch hatte ich die auch noch gemacht. Hier haben wir noch ein Barley Age, ein Ice Age und ein Die Age. Ich will jetzt nicht reingehen, weil ich nicht weiß, unser Server ist ein bisschen überlastet. Es lief ein Chunkfix über Nacht. Ich weiß nicht, ob die Ages noch existieren. Da muss ich noch fragen. Ich will da jetzt nicht reingehen und die Ages neu laden, obwohl ich sie eventuell nicht brauche, weil die brauche ich eigentlich wirklich nicht. Gut. Das war's erstmal von hier. Draußen geht es jetzt weiter. Ich werde erstmal schlafen gehen, damit Tag ist. Einfach nur zur Sicherheit. Ich hoffe auch, die Aufnahme läuft jetzt hier rund, weil ich bin vorhin kaum in den Server reingekommen. War ein bisschen kacke. Aber jetzt bin ich ja drauf. Musste ein bisschen kämpfen. Ich habe das Feld erweitert. Ich habe hier jetzt Magical Glowstone Crops. Damit kann ich halt Glowstone basteln. Ein Cobalt Crop, die habe ich mir von Exe geklaut. Ein Redstone Crop und ein Ardite Crop. Ich hoffe, dass die, ich weiß nicht, ob die irgendwann mehr Seeds verlieren. Auf jeden Fall habe ich das hier erweitert. Der Regenbaumbaum ist erstmal weg. Der will auch irgendwie nicht wachsen. Muss ich nochmal umsetzen, glaube ich. Der braucht irgendwie ganz viel Platz. Vielleicht will er ja hier wachsen. Man weiß es nicht. Eigentlich macht er sich den Platz, den er braucht. Vielleicht ist das zu dunkel. Hier steht auch ein bisschen Bambus. Hier liefen die ganze Zeit Kühe rum, ein Pferd und Hühner. Allerdings ist durch den Chunkfix alles vernichtet worden. Das heißt, ich muss mir neue Tiere holen. Das Ding steht hier, weil QB mich trollen wollte. Dann habe ich ein eigenes Portal zum Twilight Forest. Ich habe dort auch schon versucht, eine Hydra zu töten. Ich habe es nicht geschafft. Meine Enderperlen wachsen immer noch munter hier rum. Sollte ich öfter mal pflücken. Ich vergesse das immer. So, die Sounds sind so laut heute, aber die regle ich für euch nach später. Und hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon kennt, für Paul und Paula van Ping. Die Pinguine, kennt ihr glaube ich schon, die Pinguine, ne? Habe ich ein Nein, die sind weg. Der Chunkfix hat die Pinguine getötet. Oh nein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Eigentlich haben die Namen und dürften nicht verrecken durch den Chunkfix. Na toll. Na gut. Paul und Paula von Ping sind leider... Die sind ausgewandert. Die sind nicht gestorben, sie sind ausgewandert. Die hatten es bei mir nicht mehr ausgehalten. Das Haus war zu klein. So. So, dann habe ich hier noch ein paar hässliche Gebilde. Und zwar habe ich hier
ein paar Eier. Da waren nämlich Hühner drin, die habe ich selbst aber geschlachtet, weil die mir auf den Sack gingen. Aber Eier habe ich genug zum Trollen eigentlich nur. Und hier habe ich eine Kaktusfarm. Die kann man jetzt leider nicht von innen sehen. Da kommt auch ein Kaktus raus. Sehr schön. 3 Stacks Kaktus. Falls ich mal Kaktusgrün brauche. Allerdings habe ich jetzt so viele Farbdye-Bäume getötet, dass es eigentlich genug Farbe in meinem ME-System sein. So, hier stehen wir vor meiner Monsterfalle. Das ist Qubis Bauweise. Qubi baut nämlich alles mit diesen Führungsbändern, dass wenn die runterfallen, werden sie da runter und gehen. Mit dem Helm kann ich übrigens auch unendlich unter Wasser bleiben. Werden dann hier in die Mitte, es ist ein 3x3-Feld, und hier sind 4 Grinder in der Mitte, die dann halt kaputt hauen. Und das grüne Zeug, was hier lang fließt, ist diese Mob-Essenz. So, und die Mob-Essenz hat aber hier direkt, wird hier direkt nochmal weiterverwendet. Die geht nämlich oben hin. Ich kann das ja mal aufschlagen, ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwie Monster drin hängen. Gehen hier in die Autospawner und in den Autospawner ist zum Beispiel ein Enderman-Spawner drin. Und das ist ein Enderman-Spawner mit einem Enderman mit Rucksack. Das heißt, wenn der doch mal ausbüchsen sollte aus der Monsterfalle, was Endermen ja können, theoretisch, würde er uns noch nicht mal angreifen, weil Endermen mit Rucksack friedfertig sind. Und wir kriegen trotzdem unsere Enderperlen. So, das Ganze wird da unten dann halt gesammelt und hier hochgeschickt. Und weil hier auch Spawner drin sind, die Zombies mit Rüstung spawnen, habe ich hier Void Pipes, die mir zum Beispiel die ganze Rüstung ins Nirvana jagen oder Zombieköpfe, die brauche ich ja nicht. So, und ich möchte halt nur die Magma Cream drin haben, weil da sind auch die Magma Slimes aus dem Nether. Und ganz wichtig, die Necrotic Bones, die man ja ganz schwer kriegt eigentlich, wenn man da nicht wirklich irre zujagt. So, die Kiste ist ja eigentlich nur, damit sie hier mit meinem ME-System verbunden ist und geht dann ins Haus. Das ist ein bisschen hässlich hier mit dem Kabel, aber WLAN-Strom gibt es noch nicht. Also ich glaube hier nicht. Gut, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen mit Towncraft anfangen, weil da habe ich ja immer noch nicht mit angefangen und ich will das eigentlich machen. Die blauen Kristalle habe ich übrigens aus einem Age. Und, ja, Rotary Craft wird noch warten müssen. Ich habe Rotary Craft jetzt ein bisschen abgesporen. Ich habe schon ein paar Sachen fertig für Rotary Craft, aber es steht noch nicht, keine Sorge. Ich möchte eh mehr mit euch machen. Dieser Schalter hier ist übrigens irgendwie für... Wenn das hier mal eng werden sollte, weil am Anfang hat das bei mir rumgebackt und die MFE hat sich irgendwann leer gesaugt, weil das hier gebackt hat, die Konstruktion, ich weiß nicht warum, irgendwie hat Exe das dann nochmal neu gesetzt und dann lief es. Weil Exe hat das Ding auch bei sich stehen. Wenn das mal leer sein sollte, weil das Ding befeuert mir jetzt die Basis mit, natürlich. Ich bin immer noch auf Lava-Energie, aber das Ding feuert halt mit. Und wenn das mal irgendwie leer sein sollte, da hinten kann ich das ausschalten. Dann trennt er das hier und es gibt keinen Strom mehr in die Basis weiter. Ob das jetzt sinnig ist oder nicht, kann man sich drüber streiten. Ich habe es einfach gemacht. Gut. Towncraft. Jetzt habe ich den Guide nicht mehr offen, weil ich den PC neu starten musste. Natürlich ärgerlich. Mein ME-System ist jetzt weiß, das kann man ganz leicht färben mit den farbigen Kabeln des ME-Systems. Einfach mal das farbige Kabel mit Shift rechtsklick anbringen und dann färbt sich das. Du kannst auch blau oder rot machen. Und ja, meine Lava läuft. Die musste ich in der Zwischenzeit schon wieder umsetzen. Das letzte Mal war ja mit euch und danach nochmal. Die sind jetzt aber allerdings in der Lava-Dimension von Paddy, von Büchse. So, und hier müsste eine Quarry laufen. Ja, die läuft immer noch im Quarry Age. Und ansonsten laufen meine Öfen auf Hochtouren. So zwischendurch mal. Und ja, das hier kann eigentlich wieder zugemacht werden. Ich habe viel zu viel Chaos in meiner Bude hier. So, einmal zumachen. Gut. Wir machen jetzt Towncraft. So, dafür werde ich jetzt einmal kurz aus dem Spiel klicken. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Also mein Browserfenster. Das wäre ein bisschen nervig. Nicht, dass da was ist, was ihr nicht sehen dürftet, sondern weil es nervig ist zum Schneiden, wenn da was zwischen. So. Um Towncraft zu starten, brauchen wir laut diesem Getting Started Guide hier, den ich mir jetzt ausgedruckt habe. Achso, was ich noch gemacht habe, ich habe ganz viele 64K-Units gemacht. Alles voll. Und das ist noch 1K, das sind noch die Anfänge. Hier sind 4K, die alle voll sind. Was ich auch gemacht habe, muss ich auch noch sagen. Deep Storages habe ich gemacht. Und zwar so, dass die sich auch selbst befüllen. Da muss nämlich nur ein Exportbus rein. Und ich dachte immer, das geht so, weil der Deep Storage Bus, dachte ich, ja gut, der wird ja schon wissen, was da rein muss und wird sich das holen. Nein, es muss noch ein Exportbus drunter. Und wie ihr seht, ich habe 1,2 Millionen Dirt, fast 100.000 davon und davon 4 Millionen.
Und deswegen läuft der Recycler auch da drauf. Und ja, so ist das. Gut. Towncraft. Eigentlich ist das jetzt mit einem Dodo. Ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Wir fangen mit Towncraft an. Ich habe ja schon einen Zauberstab von Exe bekommen. Wir brauchen das Taumeter. Habe ich auch von Exe bekommen. Glaube ich. Er hat mir irgendwann mal einen Zauberstab zugeworfen und das Taumeter hatte ich auf einmal auch. Ich suche jetzt mal den Zauberstab. Hier, den Table brauche ich auf jeden Fall. Den habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube vor Ewigkeiten. Hier. Gold Banded Greatwood Wand. Ist schon mal ein sehr guter Zauberstab zum Anfang. So. Hier ist noch irgendwie was drin, was ich mal gebaut habe. Das kann weg. Die können auch weg. Das auch. Das auch. Und die kann ich auch. Ach so. Ich habe, weil ich ja die Monsterfalle gebaut habe, musste ich ja Spawner holen. Habe ich diesen Stab gefunden mehrmals. Mit dem kann man sich wie so ein Enderman rumteleportieren. Durch Wände und so weiter. Ist ganz cool. Benutze ich jetzt eigentlich regelmäßig. Das Ding, das ist ganz geil. Okay, was ich aber wollte ist, natürlich habe ich meine Falling Boots noch behalten. Für den Fall, dass ich meine Quantumfüße irgendwie doch mal verliere. So, das kann weg. Die Axt kann weg. Eigentlich kann das auch in das ME-System, aber egal. Okay. Die Axt kann auch hier rein. Die brauche ich gerade nicht. Das war ja das Access-Ding, behalte ich mal. Die Portal Gun kann hier ins Inventar. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen den Arcane Worktable. So. Ist natürlich super, dass das hier alles auf Englisch ist und ich das jetzt alles erstmal übersetzen muss. Create a table to infuse a bit of your arcane power. To craft a table, simply make your way to another crafting with a bit of wooden planks. Ja, ja, ja. Okay, wir stellen uns jetzt erstmal den Tisch in den Turm. Ich würde sagen, nicht hier. Wir gehen einfach in die erste Etage und bauen hier dann den Tisch hin. Oder? Ich würde sagen, hier machen wir den ganzen Tischkram hin. Ist natürlich jetzt doof. So. Jetzt habe ich hier so einen Zauberstab und einen Taumometer. Mit dem Taumometer kann ich ja Dinge scannen. Oder auch nicht. Kann man damit nicht Dinge scannen? Ah, you do not have all the knowledge requirement to understand. Es ist unten rechts gerade erschienen. Man kann das also spammen. Ich bin also zu blöd dafür, ja? Okay. Ah, Rechtsklick mit dem Zauberstab drauf und es wird ein Arcane Worktable. Okay, dann brauche ich den hier gar nicht, oder was? Ich dachte, man bräuchte dafür zwei. Okay, dann nicht. Dann machen wir den wieder weg. Kein Problem. Ich finde das echt ungewohnt mit der Facecam, aber ich wollte es mal ausprobieren. Dann kann ich dich doch auch umstellen, oder? Dann stehst du ja blöd. Weil dann stelle ich dich auf den Glowstone. Ist das sinnig? Gucken mal. Ich habe jetzt F7 gedrückt, weil dann sieht man die Kreuze, ob irgendwas spawnt, aber es tut nichts da. Seht ihr? Da könnte aber theoretisch nachts was spawnen. Aber wenn es gelb ist, ist die Chance wohl sehr gering. So. Also kann ich meinen Zauberstab jetzt hier so hinlegen, so bupp. Bupp. Kann ich nicht. Okay. So. Theoretisch müssen wir uns jetzt das Taumometer suchen. Machen, aber haben wir ja schon. Jetzt bräuchte ich einen Research Table. Und der geht wie folgt. Wie geht der? Scribing Tools brauche ich dafür. Gut, wie machen wir denn Scribing Tools? Scribey. Scribing Tools infused. Wir fangen mit den normalen Scribing Tools an. Eine Feder, schwarze Farbe und eine Flasche. Okay, können wir machen. Kein Ding. Dafür gehen wir aber wieder runter. Ich sehe gerade, Exe hat den Zauberstab sogar voll aufgeladen gehabt. Kann ich das schon untersuchen? Nothing can be learned. Oh. Okay. Soll ich das lernen? 3 Research Points. Verdeckt die Map mir da jetzt gerade was? Da ist ja was gerade hingegangen. Warte mal. Height, Minimap, Location. Machen wir mal so unten links. Oben links hin. Stört die da? Ich glaube nicht. Also jetzt sehe ich auf jeden Fall, was da drin ist, ja? Und ich kann es nicht mehr researchen, okay. Nothing, okay. Kann ich davon was lernen? Von Unnamed kann ich nichts lernen. Kann ich hiervon was lernen? Ach, da oben erscheint nur ein Buch, okay.
dann kann die Map da oben rechts wieder hin. Da ist nur das Buch, dass da kurze Zeichen reinfliegen. Top right. So. Okay. Stopp. So. Super. Läuft. Kann man von dem Bett was lernen? Oh, man kann nur drin schlafen. Das ist natürlich... Es wird natürlich jetzt auch eine tolle Folge, wenn ich hier ständig rumrenne und irgendwas lernen will, ne? Ist natürlich super. Nothing can be learned. Okay. Kann ich davon was lernen? Dafür bin ich zu dumm. Dafür auch. Das ist natürlich jetzt schade. Kann ich vom Bambus was lernen? Bin ich auch zu dumm für. Vom Eukalyptus. Oh, vom Rubberwood. Kann ich nichts lernen. Vom Zimt? Den kann ich nur pflücken. Okay. Oh, ich kann nichts hier lernen. Kann ich von einem normalen Baum was lernen? Ich will noch eine Sache lernen. Ist doch nicht. Super. Was ist denn hier los? Von den Blumen. Oh, hier ist ein Monster. Kann ich die Monster von den Monstern was lernen? Warte mal. Spidey. Oh, da kommt ein Angry Zombie. Ah! Komm, Spinny. Spinny macht mir eh keinen Schaden. Da kann ich auch ein bisschen... Ach, komm. Okay. Wir gehen uns den Arcane Reactor machen. Oder den Describing Tools. Gut. Dann ins Haus. Und bevor jetzt irgendwas hier reinkommt, mache ich mal lieber zu. So, wir brauchen eine Bottle. Ich habe keine normale Bottle mehr. Ich kann das Wasser, glaube ich, trinken aus der Bottle. Sehr gut. Bottle leer. So. Bottle, eine Feder, eine Feather. Warum gibt es hier zwei verschiedene Federn? Geht die denn auch? Und Ink, Black. Black Tree Dye. Andersrum, glaube ich, ne? Nee, warte mal, so. Nicht so? Ach so. Ja, ist natürlich jetzt schön, dass er das übernommen hat. Nicht Bottle. So. Swimming Tools. So, jetzt muss ich noch ein Table machen. Dafür klicke ich hier einmal drauf, tippe hier Table ein. Deconstruction Table, Arcane Work Table. Steht das hier, wie das geht? Nee, weil die ganzen Dinger, die man nicht anklicken kann, die sind alle Towncraft. Davon habe ich noch einen, aber ich brauche zwei davon. So. Gut. Möchte jetzt nicht leiten wahrscheinlich. So, dann gehen wir uns jetzt einen Tisch dorthin stellen. Hui. Der Zauberstab kann auch nix. Gut, ein Tisch. Wo kann der Tisch denn hin? Der Tisch. Wo stellen wir den Tisch am besten hin? Eigentlich muss ich den doch umsetzen. Warte mal. Eigentlich wäre das ja doch ganz cool, wenn es so wäre. Und er dann hier. Und hier mit den Scribing Tools. Tada! So. Man kann das später natürlich alles umstellen. So, das ist jetzt mein Research Table. Und hier kann ich Sachen, glaube ich, reinlegen. Ich muss mal gucken. Ah, wir müssen Papier haben. Okay, Papier ist kein Ding, weil ich habe ja genug Sugarcane. Holen wir uns mal Sugarcane. Oh, warte mal. Paper. Ah. Ich habe mein WLAN-Ding nicht umsonst. Das ganze Gerenne mit dem Anzug verbraucht übrigens übelst viel Ausdauer. Will man gar nicht meinen, aber... Heftig. So, Papier. Hm. Into correct slot 1. Correct slot 1 ist... Bin ich auf der falschen Seite des Tisches? Ist doch ein Research Table. Wurde der geändert? To Research. Das ist ein Bild. 1. Der sieht bei mir anders aus. Das wurde geändert. Ich habe extra für die Version eingegeben. Aber ich habe keine richtige Version bekommen. Was muss denn hier rein? Hm? Na? Hm. Das ist jetzt ärgerlich. Das ärgert mich jetzt. Das ist nur zum Craften hier, ne? Dann musst du nur irgendwie für die Energie, hier kann der Stab irgendwie, hier kommt ein Stab raus und
muss das nochmal nachgucken. Das ist wieder für die falsche Version, weil das ist ja für Monster gibt es nicht viele aktuelle Dinge. Es wurde alles geändert. Und niemand schreibt es auf. Taumonomicon habe ich auch noch. Das kann man eigentlich auch mal hier runter. Hier so. Ich habe sogar mehrere. Zwei. So. Mein persönliches Taumonomicon. So. Wenn ich das nämlich öffne, sehe ich hier, wie weit ich schon bin. So, was ist denn hier? Research Expertise. Knowledge is power. You need scribing tools and paper to get this research note. Aber wirklich lernen, Scribing Tools und Paper. What the fuck? Ich hab Paper. Paper? Huch! Das ist so anders. Was passiert hier? Ich mache irgendwas richtig. Gained 1 Research Points for Saxum. Okay. Oh. You have discovered Motus. Ich mache gerade irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Ich klicke einfach die Dinge an, die von denen ich viel habe. Und kann damit Musik machen. Hm. Natürlich jetzt ärgerlich, dass das vom Tutorial abweicht. Nein. Das. Aha. 3 Research für Gelum. Okay. Das ist cool. Ich meine, ich mache irgendwas richtig. Verstehe aber noch nicht was. Ich weiß, dass ich das hier später voll haben sollte wahrscheinlich. Aber was es mir bringt gerade, auf jeden Fall kriege ich gerade Dinge und das ist gut. Das macht mich glücklich, damit es mein heutiges Ziel erreicht. Ich verbrauche jetzt alles. Keine Ahnung. Ah da, davon habe ich nur 11. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja, das war es dann für heute. Ich habe Research Points bekommen. You need subscribing tools and paper. So, ich stelle mir jetzt hier ein Crafting Table hin. Crafting Station. Hole mir Black. Habe ich keine schwarze Farbe mehr. Hm, das ist natürlich doof jetzt. Habe ich Ink Sacks? Auch nicht. Hm. Moment. Black. Kann ich mir das irgendwie erschummeln? Ercraften? Black Dye. Ja, nee, das ist, Ceramic Dye, Black Tree Dye. Ja, nee, Black Tree Dye. Hab ich ja nicht mehr. Hab noch geschrien, dass ich. Hab ich Deathblooms? Hab ich Deathblooms? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt schon wieder eine halbe Stunde lang. Und wir haben nichts erreicht. Ich werde mal versuchen, ob ich eine bessere Seite finde, eine aktuellere zu Soundcraft. Ey, geht ja nicht, ne? Keine Deathblooms, okay. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Keine schwarze Farbe mehr. Bis zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall neue Scribing Tools haben. Oder mal geguckt haben, was ich dafür brauche. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Dirtbound. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.